Ja, also. Wie findest du denn das? Geldeinnahmentransfer Neuseeland, Australien. Weiß ich nicht genau, was das heißt. Okay, wir geben aber 25. Geben wir. Nee, wir geben nur 25 aus und nicht 25.000, oder? Ich glaube. Ja. Aber wir geben 150 Aktionspunkte. Ja. Also ich denke schon, dadurch, dass wir in diesem Block sind und diese Sachen hier alle passieren, Blockunterhalt. Der Unterhalt des Blockes kostet uns halt, kostet jeden von uns einfach auch mal 150 Metalle. Hupsi. Minus 95. Hallo. Ja, ich denke... Ja gut, so ein Block muss ja auch verwaltet werden. Ja. Man muss das ja alles organisieren und das kostet auch einfach Geld. Die Leute müssen sich treffen. Also das ja. Und solange auch unsere Flughäfen nicht so gut ausgebaut sind, ist das alles noch viel komplexer. Und ja, also an der Stelle würde ich, glaube ich, sagen, tatsächlich, also ich denke, es bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmal Ask for Governmental Assistance das nochmal zu probieren, um noch mehr AP zu bekommen, dass wir unsere Metalle hier und so, dass wir das irgendwie konsolidiert kriegen. Verstehe ich. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass wenn das schief geht, wir sie verlieren. Dass wir jetzt sozusagen zu viel fragen. Aber vielleicht sind die auch nicht so empfindlich. Wir haben im Moment eine Beziehung von 141. Durch dieses Fragen... Minus 5, wenn es schief geht, kriegen wir vielleicht minus 15. Und alles über 120 ist super freundlich. Na dann los. Also wenn die Beziehungen schlechter wären, dann würde ich da auch nicht so so lax mit umgehen, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Dann machen wir das. Genau, und ich würde dasselbe... letztes Mal hat Horst ja gesagt, Blockpartner hassen diesen Trick. Ich würde dasselbe hier gucken. Und Südkorea hat im Moment 14.000 Aktionspunkte auf Tasche. Die können uns einfach mal 3.000 abgeben. Wenn irgendwer Geld braucht, dann sind wir die Ersten, die Geld rausballern. Weil wir haben genug davon. Und wir leiden gerade unter unserem Aktionspunktemangel. So helfen wir uns gegenseitig. Ja, komm, dann lass uns das machen und dann schauen, was wir entwickeln, damit wir wirtschaftlich oder mit in welchen Bereichen den vielleicht noch irgendwie. Wir könnten, also. Was zurückgeben können. Ja, ich würde jetzt hier auch Investitionspunkte ausgeben und das bestätigen und dann, wenn das geklappt hat, wir können ja dann, wenn wir von denen 2500 AP kriegen, warum dann nicht. Infrastrukturelle Unterstützung anbieten, kostet uns 350 AP. Okay, kostet uns... Achso, das kostet nicht monatlich, nicht Unterhalt, sondern einfach so müssen wir dafür ausgeben. Und verbessert unsere Beziehungen wieder, Provinz-BIP steigt und Index menschlicher Entwicklung sowohl für das Blockmitglied als auch Neuseeland steigt plus 3. Das ist ja echt cool. Also wir könnten da dann jetzt infrastrukturelle Unterstützung sowohl für Südkorea als auch für Australien hinterher schieben. Für 350. Lass uns das machen. Wollen wir es direkt machen? Ja. Ja. Okay, 85%. Ja, das finde ich gut. Okay. Und danach wäre ich für eine kurze Pause. Okay, dann mache ich jetzt nochmal dasselbe. Hier starten wir dann Blockaktionen und wir unterstützen sie auch direkt von ihrer Infrastruktur. Wenn wir nur, solange wir nur von einem was bekommen an APs, sind wir da auch noch im Plus. Und jetzt, ja, genau. So machen wir und das können wir auch, dasselbe können wir auch für Japan demnächst machen. Okay, dann haben wir das durchgeführt. Wir haben... So, und da sind wir auch schon wieder. Zurück aus der Pause. Und wir haben kurz gequatscht bezüglich Kanalpunkte und Romy. Und ja, schieß los.
Also wir haben so eine Weile hin und her überlegt, beziehungsweise ich habe eine Weile hin und her überlegt und André hat mir freundlicherweise einen wunderbaren Spiegel geboten und immer mal wieder den Ball zurückgespielt mit guten Fragen. Und ich habe mich entschieden, dass ich heute nichts für Kanalpunkte machen werde, sondern lieber zwischendurch einfach mal so ein paar kleinere Geschichten einstreuen werde, die ganz ohne Kanalpunkte gehen, die dann keine komplexe Geschichte sind, aber nicht weniger richtig und nicht weniger wichtig. Aber die komplexen Geschichten für Kanalpunkte gibt's, wenn wir uns wiedersehen. Okay. Und was Horstis Frage im Chat betrifft, da werde ich heute bestimmt auch noch mal was zu sagen und vielleicht auch noch den einen oder anderen aktuellen Zeitungsartikel gerade aus Australien zur Verfügung stellen. Ja, und die Frage von Horsti war Australien-China, Australien, wie sich die Situation China entwickelt hat. Ja, alles klar. Da haben wir im letzten Stream drüber gesprochen. Beziehungsweise hattest genau, du etwas erzählt, was auch neu für mich war. Ja, im letzten Stream ging es darum, dass auf Grundlage der Art und Weise, wie wir versucht haben, unseren Blog aufzubauen, die Frage im Raum stand, ob wir das quasi machen wie im echten Leben, so alle gegen China oder alle schützen sich vor China oder wie auch immer. Und dann sind wir darüber ein bisschen ins Gespräch gekommen und in den Austausch gekommen, wie denn da die aktuelle Situation ist und die unterschiedlichen Handelsproblematiken und Demokratiefragen, die damit verbunden sind, haben wir auch noch in den Raum gestellt. Und na klar, gibt es da auch Entwicklungen jetzt in den letzten Tagen. Okay, ja. Panama-Sachen laufen und ein Projekt müsste demnächst auslaufen. Diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Südkorea umgesetzt. Yeah, wir kriegen Punkte von Südkorea. Diplomatische Aktion Ask for Government Assistance in Australien ist fehlgeschlagen. Keine Strafe. Also, wir kriegen keinen Nachteil davon, wenn das nicht Erfolg hat. Das ist schon mal schön. Das heißt, wir haben jetzt Aktionspunkte bekommen von... Oh, ich bin jetzt in der Antarktis gelandet, da unten. Das heißt, wir haben Aktionspunkte bekommen von Südkorea. Das ist toll. Also, ich glaube, wir müssen den Block, so wie er ist, jetzt tatsächlich nutzen. Okay, wir müssen hier noch zwei Monate warten, bis wir bei Japan wieder fragen können. Aber ja, ich sehe sonst keine Chance, dass wir... Oh, was ist hier? Die Lebensqualität in eurem Land ist das Ergebnis ihrer effizienten Führung. Ihr Ziel ist es, 60 IME zu erreichen. Gucken wir nochmal. Wir sind bei 44 und unsere Belohnung dafür wären 200 Siegespunkte. Ich bin mir auch noch nicht sicher, wie diese Mechanik mit den Siegespunkten... Also wenn nichts anderes Erfolg hat bei den Punkten, dann zählt, wer gewinnt quasi am Ende das Land, das Spiel, das am meisten Punkte gesammelt hat. Wir können das ja mal offen lassen. Das ist ja... Es gibt keine Bestrafung, wenn wir das nicht schaffen. Aber ja, den Index menschlicher Entwicklung wollen wir ja eh pushen. Also, weil je mehr Index menschlicher Entwicklung wir haben, desto mehr AP nehmen wir ein. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, unsere Beziehungen zu Südkorea, ich glaube, die standen nur bei 116. Oh. Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir die nochmal angehen könnten. Positive Aktionen. Ja, wir könnten... Also diplomatische Mission erhöht die, aber nur temporär. Wir sind jetzt bei 112. Achso, ja, weil wir... Investitionen erhöht unsere Beziehungen nicht. Diplomatische Mission erhöht für ein Jahr lang unsere Beziehungen um 40. Ich glaube, wir sind bei 112 oder 111, die hier angezeigt werden. Das ist so ein bisschen, hier sind Beziehungen 112 und hier sind 111.
Weil ich glaube, gesehen zu haben, dass wenn es so unter 110 fällt, das dann problematisch für den Block wird. Oh, wo hast du das gesehen? Es ah, genau, bei... Damit ange minimal für Blockunterhalt erforderliche Beziehungen 110. Okay. Hm. Das heißt, wir sollten mit Südkorea diplomatische Missionen durchführen, ne? Hm, ja. Wir haben nichts, um das zu boosten. Okay, also wenn es schief geht, müssen wir damit leben, dass Südkorea aus unserem Block rausgeht. Genau. Oder? Ja. Aber das könnte eh eventuell passieren, wenn die, wenn deren, deren Auffassung von uns nicht super ist. Das stimmt. Also dann würde ich jetzt proaktiv das so machen. Wir können nichts boosten, aber dann würde ich halt tatsächlich hier auch wieder diplomatische Mission und Investitionen gleichzeitig starten. Mhm. Dass wir auch quasi, weil Geld haben wir, dass wir dort quasi dann auch wieder Investitionspunkte ansammeln. Ja, das finde ich gut. Okay. Und weil Horst hier so super aufmerksam ist, ist ihm aufgefallen, dass wir bei unseren Ressourcen unter 1000 gefallen sind und wir deswegen handeln müssen. Oh, alles klar. Ich glaube, dass... Kaufen Brennstoffe. Brennstoff. Ja. Würde ich mal... Was kostet... Was passiert, wenn wir so auf 303? Das kostet uns 11.000. Okay. Das ist schon nicht schlecht. Also das ist definitiv. Also vielleicht sollten wir uns doch nochmal unsere eigenen Rohstoffgeschichten anschauen. Ja, demnächst sind die nächsten noch 22 Tage, bis das nächste Projekt vorbei ist. Und dann werden wir wahrscheinlich in die Modernisierung Bergbau gehen mit den APs, die wir jetzt haben, schätze ich. Ja, das finde ich gut. Jetzt kaufe ich erstmal ein bisschen Brennstoff, 300. So. Rohstoffpreis geht. Und wir haben eine Großtransaktion gemacht. Weiß nicht, was das für eine Auswirkung hat. Aber wir sind jetzt wieder bei 1,2. Okay. Diplomatische Aktion, diplomatische Mission wurde erfolgreich in Panama umgesetzt und wir haben einen Wohlwollenspunkt bekommen. Das ist richtig schön. Da warten wir jetzt quasi noch drauf, dass Investition kommt. Die Beziehungen sind schon bei 136. Das heißt, wir könnten... Na, Wohlwollens, bis wir Wohlwollen erlangen können, müssen wir noch 50 Tage warten. Das heißt, wir könnten... Ja, nee, wir können nichts weiter machen. Wir müssen... Also wir könnten jetzt Blockaktionen... Ah nee, Block hinzufügen. Wir müssen noch 160 Tage warten. Also könnten wir auch Wohlwollen erlangen probieren. Wir müssen eh noch 160 Tage warten, bis wir Panama hinzufügen können. Was ich auch eine interessante Zusammenstellung finde irgendwie. Ja, ich finde auch... Also, man könnte jetzt auch anfangen, darüber nachzudenken, ob wir quasi auf der Weltkarte eine Strategie verfolgen oder nicht. Ja. Also, bisher haben wir ja irgendwie Staaten, die nah an uns dran sind und dann die passten. Es fühlt sich zwar irgendwie komisch an, so auf dieser Welt, über diese Weltkarte zu gucken und zu sagen, ach, mit dem Staat wäre ganz nett und mit dem Staat wäre auch ganz nett. Also, da ist sind internationale Beziehungen dann schon ein bisschen komplexer und auch ein bisschen demokratischer. Aber vielleicht könnten wir mal nachdenken, wie wir es strategisch angehen, wenn wir dann mit Panama vielleicht soweit sind. Ja. So, wir müssen einen neuen Beratervertrag abschließen. Büro für nationale Sicherheit, beziehungsweise ich sehe das immer noch gerne als die quasi unseren Minister. Ja, wir haben einmal Rocco Martin, der sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit für Rebellion um 10% sinkt. Oder George Crivelli, der sorgt dafür, dass unser persönlicher Kontrollzielwert plus 3 wird. Also, dass wir mehr...
persönliche Kontrolle machen. Ich gehe mal gerade. Also, Interventionismus, persönliche Kontrolle. Da sind wir eigentlich. Also, da möchte ich nicht, dass der hochgeht. Da wäre es vielleicht interessant, nochmal zu schauen, wen es da noch so gibt und auf Weitersuchen zu klicken. Kostet 50 AP und das Geld haben wir auch dafür. Also, ja. Ich wäre auch für, weil Rebellion und das sind nicht so schöne Boni, würde ich sagen. Ich würde einmal weitersuchen. Okay, da ändert sich direkt und wir haben zwei neue Möglichkeiten. Alvaro Garcia, AP-Kosten für Unterhalt aller Projekte minus 5. Das finde ich super. Finde ich gut. Und persönliche Kontrolle, Zielwert wieder plus 3. Ja, dann würde ich doch mal, also von Xavier Horvath, da würde ich doch Alvaro Garcia verpflichten. Das sollte sich direkt auswirken hier, hoffe ich. Oder vielleicht erst im nächsten Monat, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ja. Horst ist auch gut. Es klingt so ein bisschen so, als würde er sich, als würde er gleich Straßenschläger-Trupps einstellen. Definitiv. So, unser Bruttoinlandsprodukt ist bei minus, das Wachstum ist bei minus 0,01. Informationen. Die in Südkorea durchgeführte diplomatische Aktion, diplomatische Mission ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Beziehung minus 5. Okay. Südkorea left the block. Okay, so funktionieren also... Ja, gut, dass wir von Südkorea ein paar APs uns geschnorrt haben. Oder schade, dass wir den Teil erst jetzt gecheckt haben. Ja. Aber wir haben wieder was gelernt im Spiel. Ja. Die in Panama durchgeführte diplomatische Aktion Investition ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Minus 5, okay. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber, so, die Südkorea hat den Block verlassen. Jetzt würde ich bei Panama kooperative Aktionen Kooperationsabkommen. Weil das sorgt dafür, dass wir dauerhaft an den Beziehungen arbeiten. Und 75% können wir, sollten wir ausprobieren. Wir können auch das auf 90% erhöhen, dann haben wir aber keinen keinen Wohlwollenspunkt mehr. Ist der einzige, den wir haben. Kostet uns allerdings 500 AP. Die Frage ist, ob es jetzt notwendig ist, dass wir noch jemanden dringend zum Block hinzufügen oder ob wir auch einfach unsere Blockbeziehungen jetzt intern noch stärken können. Und mit die nicht nochmal, damit die, die wir noch haben, nicht weggehen. Und vielleicht kann man ja Südkorea auch wieder zurückholen. Also momentan wird es ja irgendwie bei 106 sein oder so. Vielleicht kriegen wir die ja zurück. Oh, 77. Oh. Ich muss noch mal ganz kurz hier um die Ecke gehen. Meine Nase läuft heute so ein bisschen. Ich weiß nicht, was los ist. Mach das. Ja, Südkorea ist uns jetzt nicht mehr so wohlgesonnen. Tatsächlich. Unser großes Problem ist, dass ich jetzt auch nicht direkt sehe, wie wir die, weil uns jetzt einfach bei unseren Blockpartnern die positiven oder kooperativen Aktionen nicht mehr sind. Also diese infrastrukturelle Unterstützung, die, wo wir ja schon eine laufen haben, die gibt uns Beziehungen plus. Und da können wir direkt mehrere starten. Das ist ja auch nicht schlecht. Oh, das ist aber interessant. Wenn Romy jetzt wiederkommt. Südkorea hat den Block verlassen. Südkorea hat den Block verlassen und unsere Ausgaben, was Metalle und Brennstoff angeht, sind wieder auf minus 45 und minus 2.
Okay. Heißt tatsächlich, dass wir vielleicht nicht noch einen Blockpartner hinzunehmen sollten. Und unsere AP pro Monat sind auch wieder auf über 100 Zuwachs angestiegen. Also wahrscheinlich müssen wir tatsächlich erstmal was mit unseren drei Blockpartnern machen. Und tatsächlich ist jetzt irgendwie Japan und Australien, bei denen wir beide Infrastrukturprojekte durchführen, was uns bei beiden plus 5 Wohlwollen einbringt. Na, also hier genau, da sind wir bei 126 und wenn das Infrastruktur abgeschlossen ist, sind wir bei 131. Also die Infrastruktur sorgt dafür, dass wir bei denen Wohlwollen generieren. Und das können wir direkt auch nochmal machen. Also Blockaktion, das ist nicht gesperrt. Infrastrukturelle Unterstützung können wir direkt nochmal machen. Geld, Aktionspunkte. Was übrigens hier auch ganz spannend ist, dass diese infrastrukturellen Projekte immer in eine spezielle Region gehen. Also oh, bei ja. Australien war es vorhin, glaube ich, Brisbane und hier ist es jetzt Tokio. Ja, das ich kann das ja... immer eine andere. Ja, nee, ich kann das auswählen hier. Ich kann ja verschiedene Regionen auswählen. Ah. Vielleicht ist das auch nochmal ganz spannend und wirkt sich auch unterschiedlich aus, je nach Region. Ja, wir könnten uns die Regionen angucken. Vielleicht könnte zum Beispiel eine Region, wo, keine, weiß ich nicht, sehr viel Bergbau betrieben wird, vielleicht ist das gut für uns und den Handel im Bereich Mineral, Rohstoffe oder so, ich weiß ich nicht. Es wäre ein Experiment. Ja, ich kann jetzt leider nicht so direkt tick. Also hier gibt es viel Brennstoff, hier gibt es viele Metalle. Hier ist die Bevölkerung nicht so eng, aber ja, wir könnten quasi hier ein Infrastrukturprojekt anschieben. Und es wird uns hier direkt auch angezeigt. Also hier sind 56 Einwohner, hier 92. Das wird nicht bei jedem angezeigt. Hier haben wir Provinzbevölkerung 321 in Osaka. Okay, da sind auch super viele Städte. Kann man das eigentlich... Oh ja. Wir in Neuseeland sind nicht so dicht bevölkert, wie Japan das ist. Also... Ja. Könnten wir hier, da... Naja, hier oben 56, wo sie noch relativ dünn besiedelt sind. Dort könnten wir jetzt die nächste... Infrastruktur Unterstützung hinschicken. Das finde ich gut. Kostet uns wieder 350 AP, aber wir haben ja welche. Es kostet uns auch Ressourcen, die können wir uns kaufen, weil unser Geld sieht im Moment immer noch gut aus. Und verbessert weiterhin unsere Sachen. Und wir können auch wir könnten auch noch 10 Investitionspunkte ausgeben und uns auf 95 pushen. Würde ich tatsächlich auch machen. Ja, warum nicht? Also für mich erschließt sich das. Ja. Und wir... Und das Gleiche könnten wir dann ja auch in Australien in einer von den anderen Regionen machen, die irgendwie für uns wirtschaftlich von Interesse sind. Ja. Hier haben sie super viele Metalle, trockene Wüste. Sehr geringe Bevölkerung. Es wäre auch sinnvoll, das in so einem Bereich mit infrastruktureller Unterstützung zu machen. Wahrscheinlich. Also direkt noch einen nachlegen. Ich würde direkt noch einen nachlegen, würde jetzt aber in eine Region machen, die irgendwas herstellt, irgendwas produziert, was wir gebrauchen können. Ja, Produktion ist jetzt so ein bisschen schwierig. Ich sehe hier nur, hier gibt es viele Metalle, viele seltene Erden und es gibt relativ wenig Bevölkerung. Und ich nehme mir einfach mal aus, wenn wir dort die Infrastruktur boosten, dass dort dann die Bevölkerung wächst, weil dort das BIP wächst und dass dann früher oder später mehr Metall abgebaut wird. Also nicht, dass wir einen direkten Benefit davon haben. Und das weiß ich halt eben nicht. Ja. Ob wir wirklich keinen direkten haben.
Komm, lass uns das rausfinden. Ja, und wie machen wir das am besten? Wir machen das am besten, indem wir das jetzt einfach mal ausprobieren und gucken, inwieweit sich die Provinz weiterentwickelt. Was denn? Die Option infrastrukturelle Unterstützung ist jetzt aus den Optionen weg. Das heißt, sie ist wahrscheinlich erstmal, wir können nur 3 machen. Es wäre auch eine interessante Information. Wir könnten gucken, was macht es mit in der Region finanziell. Gibt uns auch Beziehungen. Kostet nur 150. Und Geldeinnahmentransfer Neuseeland-Australien. Also etwas von unseren Einnahmen wird auf Australien übergehen. Würde ich wahrscheinlich machen wollen. Ach klar. Also es kostet uns jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und wir wissen jetzt, dass es wichtig ist, gute Beziehungen zu den Blockstaaten zu haben. Richtig. Also arbeiten wir daran. So. Okay. Projekt grundlegende wirtschaftliche Integration wurde umgesetzt. Sehr schön. So, jetzt sind wir also in unserer Blockzusammenstellung. 10% wirtschaftliche Integration, 15% soziale Integration. Und wir arbeiten daran, dass die Zustimmungswerte besser werden. Atompilz, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, wir spielen Neuseeland, aber wir haben es so gedreht, dass wir in einem Block mit Australien und Japan sind im Moment. Wir lernen das Spiel, wie die Zusammenhänge sind bei Real Politics gerade noch. Kennen, aber ja, schön, dass du da bist, Atompilz. Wir haben Südkorea verloren aus unserem Block zwischendurch noch. Ja. Haben dabei aber gelernt, wie diese Blöcke funktionieren oder zumindest so ein Gefühl dafür gekriegt. Also insofern war es Learning by Doing schon wieder. Ja. Bei den Aktionspunkten bin ich jetzt gerade unsicher, warum wir minus 44 monatliche Aktionspunkte haben. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist irgendwas ausgelaufen? Wir müssen mal gucken. Unsere Aktion Umwelt schützen in unseren Provinzen kostet uns 35 pro Monat und unsere Sozialgesetze minus 15. Regionalregierung unterstützen gibt uns plus 15. Grundschulen, Dienstleistungen, das ist alles plus. Kosten für Projektunterhalt, Unterhaltskosten Block sind 210.